ganz sicher, das ist auch ein Teil unseres starken Signals von dieser Veranstaltung heute. Uwe, du wolltest noch was durchsagen, was nochmal... Ja, liebe Freundinnen und Freunde, ganz zum Schluss, bevor wir auseinandergehen, der eine oder die andere, ich bin der Uwe Hinksch, der Anmelder dieser Demonstration hier von den Naturfreunden. Ihr habt vorhin vielleicht hier die Polizei durchrennen sehen. Die behelmten Polizisten, die zwischen euch durchgerannt sind und haben euch zur Seite gerückt, sind deshalb durchgerannt, weil sie die Kletterer verhaftet haben. Ich denke, wir sollten ganz gemeinsam ein klares, solidarisches Signal schicken und deutlich machen, ein solches Vorgehen der Polizei ist weder deeskalieren noch irgendwie der Sache angemessen. Liebe Freundinnen und Freunde, wir senden gemeinsam ein solidarisches Signal an die Kletterinnen und Kletter. Sollten sie Strafen bekommen, werden wir über alle E-Mail-Verteiler, die wir haben, herumschicken, dass sie Strafen bekommen. Wir werden ihnen helfen. Wir fanden die Aktion super und stehen solidarisch zu den Kletterern und Klettern. In dem Sinne, nehmt das mit und Luther darf die Veranstaltung beenden. Ich glaube, jeder und jede von euch nimmt heute einiges mit aus Berlin. Ich habe ganz, ganz starke Bilder abgespeichert, eine ganz, ganz tolle Stimmung und ein ganz starkes Zeichen für Wind, für Sonne, Wasser und gegen Fracking, Kohle und Atom. Vielen, vielen Dank und auf ein weiteres. Wir bleiben alle gemeinsam dran. Jawohl.